Ich startet noch, das dauert. Zeichnet auf. Jetzt müsste das sein, müsste der Mitteilung Richtung, dass es aufgezeichnet wird. Das menschliche Denken ist unendlich trügerisch. Das ist immer die Gesetze. Und ich will mal Beispiele bringen, dass wirklich, man kann es nicht oft genug hören, die einfachsten Sätze, diese Rechthabereien bei Menschen, die wir uns ausdenken, sind immer noch ein Spiegelbild der eigenen Rechthabereien. Die Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters, dein Charakter ist dein Schwamminhalt, das Programm ist deine Logik, ist dein Intellekt. Immer an die Computer mit, da gibt es nichts zu diskutieren, wenn ich das immer wieder sage. Ich kriege Briefe von Leuten, die mich absauen, die mich als egoistisch, als arrogant, ich meine jetzt den Udo, den du dir ausdenkst, definieren. Und ich sage, jeder Mensch, den du dir denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst, der ist, wenn du ihn denkst, und er ist genauso, wie du ihn dir ausdenkst. Aber ich sage jetzt als Udo, er soll mir eine einzige Stelle zeigen, irgendein Selbstgespräch, wo ich egoistisch bin. Es ist also definitiv, ich sage immer wieder, ich bin ein Gedanke, den du jetzt denkst, und für dich bin ich so, wie du mich ausdenkst. Das ist fast auf jedem Selbstgespräch drauf. Und alles, was ich dir jetzt erkläre, ist nicht das Wissen dieses Gedanken, sondern das Wissen dessen, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und wenn das nicht ankommt, ist derjenige, den ich mir jetzt denke, wirklich nur ein Gedanke, und von dem erwarte ich das nicht, dass er mich versteht. Ich erkläre es dem, der mich ausdenkt, und nicht irgendeinen Gedanken, den ich mir denke. Sobald ich mir jetzt aber einen ausdenke, der mich ausdenkt, ist das der Gedanke von mir. Lass das auf dich wirken, wenn nicht, spulst du zurück und hörst das nochmal ein paar Mal an. Wenn dann immer wieder ist, diese intellektuelle Hirnwichserei, wie ich das nenne, der Intellekt, ich sage, es gibt zwei Seiten. Es gibt einen rein geistigen Bereich, wo ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Du bist die Quelle für alles, was du dir ausdenkst. Deine Gedanken wird es ohne dich nicht geben. Und dasselbe gilt auch für jede von dir sinnlich gemachte Wahrnehmung. Jede sinnliche Wahrnehmung, ich sage immer, das, was auf der VR-Brille ist, kommt genauso aus dir. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist, und ich betone nochmal, du wirst mit dieser Arroganz, die du irgendwelchen Menschen vorwirfst, die nur ein Spiegelbild deiner eigenen Arroganz sind. Ich verweise nochmal hier auf dem Blindfeld, auf die letzten zwei Teile dieser Petra-Robert-Brief. Such dir das Video her, wenn du das nicht checkst, da siehst du genau, wie Menschen sich Menschen ausdenken und denen irgendetwas vorwerfen. Die Menschen gibt es überhaupt nicht, diese ausgedachten Menschen, wenn sie nicht gedacht werden. Man muss erst einmal wissen, von was für einen Menschen reden wir. Reden wir von einem Enosch, von einem ausgedachten sterblichen Säugetier, oder reden wir von einem Gotteskind, von einem Adam? Das heißt auch Mensch. Und ich betone immer wieder, es geht hier in keinster Weise um Intellekt, sondern um Bewusstsein. Alles dreht sich um ein einziges Bewusstsein, und dieses Bewusstsein bist du selbst. Der sich um sich herum seine Welt ausdenkt, wo du immer im Mittelpunkt bist. Um das zu verstehen, muss ich selbst rot geschrieben Bewusstsein sein und nicht irgendein Gedanke von mir. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Ich übertrage mal ganz kurz meinen Bildschirm. Da gehen wir jetzt einmal in den Chat rein. Das ist jetzt sinnbildlich. Es geht nicht, dass du in den Chat sein musst oder nicht. Da kann man tausende andere Chats auch nehmen. Das ist immer wieder dasselbe Problem. Bevor ich jetzt da mal ein wenig zurück, das sind jetzt so Einträge, teilweise sehr geistreich, und das ist jetzt zum Beispiel hier Auszüge, das ist jetzt Physik, da kann ich sagen, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht. Heute Morgen, und wichtig ist, jedes Bild, das in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf, du träumst jetzt. Da geht jetzt schon ein bisschen, wird jetzt schon ein bisschen auf Holofeeling eingegangen. Ich sage die Formeln. Kann jeder lesen, wenn er Holofeeling versteht, und das, was er dann aus dem Formel macht, ist tausendmal mehr der Wirklichkeit entsprechend, wie das, was Physiker draus machen. Genauso ist es, wenn du die Dora liest. Das klingt alles so unglaublich, aber es ist das, was es ist. Das sind wieder Auszüge, auch ein ganz interessanter Auszug aus den Offenbarungsschriften. Da hat jetzt hier mein Folger wieder was Schönes reingestellt, das Feynman-Diagramm. Das mache ich übrigens auch, weil wir gerade dabei sind. Du stellst jetzt Folgendes vor, er hat es schon dazu geschrieben, wir schieben jetzt diese zwei Dreiecke übereinander, schieb die einfach in der Mitte drübereinander, dass die sich gegenüberstehen, dass das Dreieck hier ist. Und dann kriegst du schon so einen Spiegeltunnel. Die sind jetzt auseinandergerissen. Und interessant ist, was da dazwischen ist, dieses Gamma.
mal gleich dafür, das ist eigentlich hier die symbolisch für unsere rote 4. Muss man auch nicht verstehen, das ist jetzt alles Intellekt, wenn ich tiefer gehe, wie jetzt geht, ist ein kleiner Ausschnitt. Das sind jetzt die klassischen Gespräche unter normalen Menschen. So, gleich kommt unser Fiona. Und es geht jetzt nicht um eine Kritik. Wo war es denn? Ich muss das immer hersuchen. 23.18 Uhr, glaube ich, war es. Aber ist das lange Stück. Wir gehen nochmal ganz kurz, der Kontext ist relativ wurscht. Das Erste, was dir klar sein muss, ein Bild, das in dir auftaucht, schau auf das kleine Bild und entsteht in dem Moment, jedes Bild ist jetzt und es kommt aus dir, wenn du träumst. Das ist ein Komplex. Das heißt, wenn du das jetzt anschaust, das habe ich so oft gesagt, egal ob du eine Zeitung anschaust, egal was es ist, es entsteht in dem Moment, wo es zu existieren beginnt, wird es zu einer Gedankenwelle. Und das sind jetzt einfach mal Worte da. Und ich sage dann immer so praktisch, würde das jetzt in Portugiesisch dastehen, würdest du bloß Worte sehen, wenn du des Portugiesischen nicht mächtig bist. Und das war's dann schon und dann klickst du das wieder weg und es ist weg. In dem Moment, wo du jetzt aber aus den Schriftzeichen ganz subjektiv geprägte Vorstellungen machst. Und wir lesen das jetzt einmal und du hast ja gewisse Logik. Da schreibt hier der Thomas, warum nicht für alles dankbar sein, für jeden Moment, der in mir auftaucht. Das ist eine Facette von mir, habe ich jetzt interpretiert. Das ist eine Interpretation. Die Schwierigkeit, der Impuls zu sehen liegt, und da haben wir jetzt schon den Impuls, ihm ist das mehr, Impuls hast einen Breischlagen, B-Rei im Spiegel, sind logische Law. In unserem Tetraederspiegel geht es in den Ruch in die vier Himmelsrichtungen. Wo schaust du hin? Schaust du vor dir? Schaust du hinter dir? Du kannst dir das immer denken, aber du wirst immer in einer Einseitigkeit landen. Zu sehen bekommst, die Betonung liegt hier auf E, liegt darin, Selbstgespräch und die Symbolik dahinter wirklich ernst zu nehmen. Schreibt der Thomas. Jetzt kommt jetzt die Fiona und der Satz ist jetzt sehr ausschlaggebend, worauf ich jetzt nochmal etwas genauer darauf eingehen will. Du hast doch sowieso recht. Also, wieso geht es dir überhaupt noch darum? Die Frage, die Befindlichkeit, die Menschlichkeit darinnen hat sich doch ganz offensichtlich ausgedrückt. Jetzt ist immer wieder, was verstehst du unter Menschlichkeit? Und da will ich dann genauer darauf eingehen. Reden wir von der Menschlichkeit von Trockennasenaffen oder von der Menschlichkeit eines Adams? Das ist ein Riesenunterschied. Ich will euch das gleich zeigen anhand der Sprache. Ich habe eine Freundin, die ist ein Hypochonder, also die an Hypochondrie leidet. Wie damit umgehen? Das Wort will ich jetzt gar nicht genauer anschauen. Wichtig ist, niemand will euch eure Erleuchtungslollis wegnehmen. Das ist jetzt das erste große Problem. Du wirst dir aufgrund dieser Worte jetzt hast du mal jemanden ausdenken, der das angeblich in der Vergangenheit geschrieben hat und diese Wissenselemente, die du von irgendeinem Schreiber einseitig mit deiner Logik auslegst, bauen eine ganz klare Vorstellung auf, wie der Charakter ist, der das angeblich geschrieben hat. Aber das musst du alles wegstecken, weil das alles Konstrukte sind, die du aus den Worten machst, weil du dir zwanghaft einen Schreiber ausdenkst und mit der Interpretation dieser Worte, die du diesem Schreiber als Quelle zusprichst, baust du dir jetzt eine Vorstellung von seinem Charakter auf. Das ist wie wenn ich sage, wenn man Offenbarungsschriften liest und fokussiert sich hier in erster Linie meinetwegen auf dieses arithmetische Zeug, wo ich dir erkläre, dass die Welt eine Matrix ist. Und das ist in der Regel immer ein versteckter Neid, wenn ich nicht mitkomme, dann würde ich das ab. Wunderschön zu sehen hier auf der einen Seite hier in dem Petra und Robert Brief. Ich verweise nochmal auf den Blindfeld-Vortrag, vor allem 5. 6. Teil, glaube ich, ist das. Die sind zusammengefasst beim Redo als Playlist, wo ich da ganz genau darauf eingehe, dass du hier mit rein nachgeplappertem Wissen hast du gar nichts verstanden. Wenn du in irgendeiner Sekte bist, wenn du irgendwo drin hängst, du hängst so in einer Sackgasse drin. Niemand will euch verletzen, in Frage stellen oder ad absurdum führen. Geh doch einfach davon aus, dass hier Menschen schreiben. Gut, da schreiben Ass und Affen, aber wissen Affen, was sie schreiben? Sobald du dir einen Schreiber ausdenkst, als Schreiber, denkst du an einen Trockennasenaffen. Das ist eine Sackgasse, eine Riesensackgasse, die sich mit Holofeeling beschäftigen. Gedanken von dir können sich mit Holofeeling nicht beschäftigen. Auseinander, zusammen und wieder auseinander und zusammensetzen.
Der reflexive Impuls, einem die Scheiße wieder selbst reinzuwirken, das passiert aber nicht mit den Menschen, die du dir ausdenkst, sondern mit dem, der sich die Menschen ausdenkt. Das bist du. Tatvamasi, das bist du. Du bist der, der hinter allem steht, was du dir ausdenkst, und du hast eine ganz persönliche Traumwelt. Der Hypochonder ist sie selbst. Jetzt kommen wir da solche Sachen. Holoseeling, hast du das Gefühl, alles zu sein. Ich bin alles, was ich mir ausdenke. Wenn ich weiß, dass ich immer bin, bin ich jene Welle, die in mir auftaucht. Ich bin aber nicht einer dieser Wellen. Diesen Reflex, auch Holoseeling in Frage gestellt zu sehen, sobald es in irgendeiner Weise nicht mehr von den nur theoretischen zu Prüfungen und Erfahrungen gelangt, nur theoretisch, bla bla bla, sondern es schlicht um Wahrhaftigkeit geht. Es geht nicht um Wahrhaftigkeit, es geht um die Wirklichkeit. Du haftest an deinen einseitigen Wahrheiten. Aber von dem Wahr, F.A., den doppelt aufgespannten Schöpfung, hast du keine Ahnung. Du bedachtest nur diese wahrgenommene Berechnung von dir, und das ist das hebräische Wort für Berg. BLG heißt immer weckten Geist. Du bist der erweckte Geist. Du schaust immer nur in gewisse Spiegelfacetten, in gewisse Ecken rein. Es geht um die Praxis, ums Menschsein. Mhm. Das ist das große Problem. Du verwechselst hier die Praxis. Das griechische Wort Praxis heißt zum einen, nämlich Wirklichkeit, und die Theorie ist eine Sichtweise. Dir geht es um die Theorie. Dir geht es immer nur um deine Sichtweise. Sonst würdest du nicht in der Kategorie 2-Fragenwelt landen, wo du immer nur eine einseitige Antwort willst. Ist das richtig? Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Dieses ewige Geblöbel, ewige Geblöge, auswendig gelernte Inhalte. Das kann ich zwar jetzt unterstreichen, die Frage, hast du es verstanden? Hast du verstanden, was ich dir versuche beizubringen? Und dir meine ich nicht Tier, sondern dir Geist. DIR. Nochmal, DIR, zum einen die Generation einer Wohnung und eines Wohnungsinhabers. Und eines Mieters. Da ist das dann mal einer, der sich hier eine Welt ausdenkt, das ist die Wohnung, dann denkt er sich einen Wohnungsinhaber aus, den nennen wir jetzt ganz einfach mal Gott, dem die Welt gehört, und da ist ein Mieter drinnen. Der Mieter ist ein zeitliches Dasein, der in irgendeiner Art und Weise für dieses Dasein, das in der Welt wohnen darf, bezahlen muss mit irgendwas. Und du bist beides, eigentlich die Trinität und das undenkbare Dritte, was ich dir auch immer damit sagen will. Hier dann schön brav zur Anwendung bringt. Wenn ich was zur Anwendung bringe, ist zwangsläufig wieder was da, was ich nicht zur Anwendung bringe. Das heißt, von der eigentlichen habe ich überhaupt keine Ahnung. Die Wendung. Wunderschönes Wort, wenn du das magst. Wenn wir es hebraisieren. Beziehungsweise lateinisch-griechisch nachschauen. Da landest du dann nämlich hier bei Meta. Dieses sollte aber nicht bloß angewendet sein, sondern da geht es ums Verstehen. Kann ich nur unterstreichen. Hast du es verstanden? Ich meine jetzt den, der mich ausdenkt, der dieses Gespräch hört. Und wer verstanden hat, der verständigt. Nicht durch Holofeeling, das lebt er wohl, aber vielmehr durch So-Sein, durch Empathie. Nein, das ist das allergrößte Problem, ist die Empathie, wo ich erklärt habe, Empathie heißt Mitleiden, wörtlich übersetzt. Das wird immer mit Mitgefühl, du kannst mit einem Gedanken nicht mitfühlen, weil ein Gedanke nichts fühlt. Empathie ist das Leid und Emos heißt mein, das ist mein Leid. Das heißt, wenn du mit irgendeinem Menschen, der in dir auftaucht, der nur eine Information von dir ist, Empathie hegst, dann ist das Gefühl, das du diesen Menschen zusprichst, ist dein Leid, nicht das Leid von diesen Gedanken. Das habe ich zigfach erklärt. Und zwar dir erklärt, wenn du Selbstgespräche dir anhörst. Aber du hast es offensichtlich nicht verstanden. Es macht keinen Sinn, mit irgendeinem von dir ausgedachten Menschen, mit irgendwas Existierendem dazu, dir regelt alles Mögliche, mitzuleiden, sympathisieren. Weil erstens würdest du das machen, geht es einem, der leiden würde, ja nicht besser, wenn du mit ihm mitleidest. Das ist das Wort Sympathie. Egal, ob es um einen körperlichen Leid geht oder ob es um einen Glauben geht, wo du drin hängst, der Leid in dir erzeugt, das ist ja immer ein Wahn. Keiner leidet unter seinen eigenen Glauben mehr wie der einseitige Gläubige, weil du dich ständig über irgendwelche Deppen aufregst, weil die, die du dir jetzt ausdenkst in ihren Handlungsweisen, deiner Vorstellung von richtig widersprechen. Ich hoffe, ich habe das klar ausgedrückt. Das heißt, Sympathie, habe ich zigfach gesagt, ändert an dem Leid in deiner Welt überhaupt nichts. Du fängst bloß an, mitzuleiden, zu sympathisieren. Empathie ist eben mein Leid.
Und ich sage jetzt, hör auf, mit irgendwas und irgendjemandem zu sympathisieren, weil sein Leid wird dadurch nicht abgestellt. Was jetzt aber noch viel schlimmer ist, wenn du begreifst, dass eine Information von dir als Ding an sich sowieso nicht spürt. Das heißt, du leidest mit was mit, was als Ding an sich selber gar nicht leiden kann. Denk an meine Zahnschmerzen. Dein Zahn hat keine Schmerzen. Und wenn du jetzt mitleidest, du bist dann empathisch mit deinem Zahn, der von dir aus gesehen angeblich Schmerzen hat, bis du dir das einmal genauer anschaust als Geist und du wirst feststellen, dass der Zahn als Ding an sich gar keine Schmerzen haben kann. Das gilt für alles, was du dir ausdenkst. Schmerz empfinden kann nur der Geist, der träumt. Und ist der Einzige, der den Traum erlebt. Und die ist im Gegensatz zum bloßen bewusstseinsreinen Beobachters nun mal keine Einbahnstraße. Es sind Einbahnstraßen, wo man denkt sich in Einbahnstraßen rein durch Einseitigkeit. Mann, ey, es ist euch gesagt, ihr seid Götter, aber ohne Empathie seid ihr nicht einmal Gott. Das ist ein totaler Blödsinn. Das Leid solltest du haben, weil wenn du das Leid abstellen willst in deiner Welt, dann fällt wieder irgendein elementarer Parameter in deiner Bibliothek. Wir brauchen ja Geschichten mit Freude und Leid. Aber du musst es so betrachten wie einer, der einen Roman liest oder der ins Kino geht. Dann kann ich mitleiden, ohne zu leiden. Das sind die zwei Seiten. Heute Abend kommt ein gruseliger Film. Ich kann mich gruseln, ohne dass ich eigentlich Angst habe. Die zwei Seiten werden komplett ignoriert. Und das Hauptproblem sind jetzt die Gesetze als Ding an sich. Und da will ich jetzt ganz, ganz kurz einmal reingehen, dass mir hier, das ist wie, wenn ich Nomen ist Omen. Ich schau mal das hier. Ach. Du bist im Latein, würde ich sagen. Ja, brauchen wir gleich. Ja, ja, ist ja klar. Das ist übrigens auch interessant, trotzdem der Nomos war es wie ein Spiegelbewusstsein. Wie ein Spiegelbewusstsein, hebraisiert. Und das ist der Bezirk, Zirr ist der Dreh- und Angelpunkt hebraisiert. Das heißt, in deinem eigenen Dreh- und Angelpunkt. Also so verkehrt wollt's der Fehler rein zufällig wieder gar nicht. Zirr, das ist die Achse. Ein Abgeordneter, da gehe ich gar nicht, der Bode, der Angel, der Engel, Geburtswehen, Gesandter, dann der Maler, von Gott erweckt, M-A-L-E-R, von Gott erweckt. Diese Achse, die sich zum Drehen beginnt. Das Wehen, da haben wir unsere Ehe wieder, das Scharnier. Ich will jetzt da, das ist sehr vielfältig, der Drehzapfen, der Geburtsschmerz. Da kommen wir dann übrigens hier, wenn du das magst, kommen wir zu Holz, zum Weltlichen. Ich will nicht so arg ausholen. Also Nomos. Den Nomen müssen wir suchen. So. Da haben wir zuerst einmal die Namen, die Benennung, die Namen. Wir lassen das jetzt einmal hier stehen und jetzt gehen wir hier jetzt machen wir den Griechisch. Das Zugedeihte und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Das wird normalerweise das Gesetz. Aber der Nomos, dieses Zugedeihte ist das Gesetz deines Intellekts. Das Gewordene, ein Gesetz, etwas Gewordenes, gesetzlich, Gesetz, eine Verordnung. Was hier wichtig ist, du musst unterscheiden, die Gesetze, hier Sitte und Brauch, Tradition, hat nichts mit den göttlichen Gesetzen zu tun. Egal in welcher Religion du drin hängst, du hast einen Schwamminhalt, die erklärt mir Gesetze, und die Gesetze sind von Trockennasenaffen, die die wirklichen göttlichen Gesetze niemals verstanden haben. Darum ist der Nomos, wenn wir hier weiter runtergehen, ist der Weideplatz die Weide fürs Vieh. Das sind also von Menschen gemachte Gesetze. Du wirst es merken, wenn man hier nämlich die Grundradix anschaut. Nomaden, wir sind wieder bei die, die hin und her ziehen, ein Hirtenleben. Die Viehherden, Nomas, weidend umherziehend, umherschweifen durch Raum und Zeit. Befehlshaber eines Gaus,
Ich könnte jetzt sagen, einer Religion, eines Glaubens, eines Landes. Du hältst dich an Gesetze, die man dir eingehämmert hat, die letztendlich abhängen von deiner Erziehung, von deinem Schwamminhalt, wie ich das nenne. Der Weidende, der hört des Kleinviehs, das kann man immer plus minus lesen, der Verdaller, der etwas zuteilt, und jetzt kriegen wir schon die Rippen eines Schiffs. Schiff ist Ani und Rippen ist Zeller. Und er nimmt aus dem Adam eine Rippe. Das ist nur eine Seite, eine Facette. Und das bestimmt alles. Ich lasse das einmal so, Nome ist dann der Weideplatz, die Weide. Sitte, Brauch, jetzt hast du das Brauchtum und da hast du jetzt zwangsläufig, da haben wir zuerst einmal hier den Rauch, Berauch, das auch schmeißen wir raus, haben wir schon Beruach, jetzt bist du schon in den vier Weltgegenden, wo du dich ganz gezielt in Ecken rein rechnest. Das wirkliche Gesetz ist nicht dieses Nomos, das ist ein menschengemachtes Gesetz, sondern Arche. Das ist das eigentlich göttliche Gesetz. Das ist erst einmal der Beginn, der Anfang von allem. Okay? Jetzt sind wir da rein, dass ich ganz kurz mit der Negation. Den Gerund, den Geist, der zum Drehen anfängt, das Gerund für etwas legen. Das ist in philosophischer Beziehung sowohl die Elemente als auch die Prinzipien, die wirkliche Regierung. Das ist der Oberbefehl. Jetzt ist natürlich Ober, BR, kreisen über dir sind zwei die Füllen. Das ist das eigentliche Gesetz. Das sind die Welt an der Gedankenwelt, wenn ich immer so aufspanne und ich mache es so. Das ist auch das Beherrschte, das Reitschett, die Spiegelkollektion. Stammvater eines Geschlechtes, der Erbauer von Göttern. Der Herrscher, der wirkliche König. Das ist Arche. Anfangen, veranlassen, der Uranfang von allem, der Urheber. Eber ist übrigens hebräisch, Eber, Ivri. Der Anführer, vom Anfang, Argos, das ist das ursprüngliche Gesetz. Und dasselbe passiert jetzt mit den Buchstaben, weil hier normalerweise immer die Grammar, wir schauen uns das, die Grammatik, Gramma ist das Eingegrabene der Buchstabe. Das ist die Grammatik, Gramm auch her, das Kilogramm, was man dann Gewicht nennt. Und ich sage immer, dein Geist, du magst als Geist dich seinen eigenen Wicht doppelt aufgespannt wie ich gespiegelt. Das ist G wie ich T. Die Unterrichtsgegenstände der Elementarunterricht in Lesen und Schreiben. Ich kann aber erst lesen und schreiben lernen, wenn ich die Buchstaben kenne. Die Buchstaben sind nicht die Grammar, obwohl das Buchstabe heißt, es sind ausgedachte Buchstaben. Hinter diesen ausgedachten Buchstaben stehen Symbole und das ist was ganz was anderes. Das zeige ich euch gleich, da gibt es einen eigenen Namen dafür. Das Schreiber, jetzt haben wir die Schreibtafel, da haben wir schon die zwei, die Luchot, Shinrai, zwei Spiegel. Der Schreiber, das sind die Lugok und jetzt kommen wir zu die Grammatikos, das sind die Buchstaben betreffend richtig lesen, schreiben in den Elementarerkenntnissen gut unterrichtet. Das ist einmal Grundvoraussetzung, aber die Elementarerkenntnisse sind was ganz was anderes wie diese ausgedachten Elemente, die du dir ausdenkst. Und darum haben wir hier einen Grammatikos und jetzt pass auf, ich sage dir jetzt, wer der wirkliche Grammatikos ist, der in den Elementarerkenntnissen dich gut unterrichtet. Ich kann dir sogar sagen, in dem Wort ist sogar drin, wo der sich befindet. Wir schauen Grammar an. Grammarwissen ist der Buchstabe. Jetzt haben wir zuerst einmal den Mardikos. Wir nehmen mal den Mardikos als Extes. Da haben wir die Mardik. Da sind wir ja so oft gewesen in der Mathematik. Die Mardia ist ein erfolgloses Bemühen, Unbesonnenheit, Leichtsinn und Grammatikos. Lass dich mal überraschen, was jetzt da rauskommt. Ah, ich muss die. Zum Gebären gehörig, förderlich dabei, Diko heißt etwas erzeugen. Da haben wir zuerst einen Erwachten und der ist der Zeuge und der Erzeugte gleichzeitig. Die Creatio ex nihilo, Creatio, ich sage immer, die
Der Creator und die Kreatur, Re. Creator und Kreatur. Dico ist das Erzeugen. Das ist das absolute Erzeugen von etwas. Ich nenne das auch das Schöpfen. Mhm. Wir können jetzt hier mal wieder die zwei Seiten. Die Mutter kann gebären, der Vater braucht eine Mutter, dass er ein Kind gebären kann. Die Mutter ist wieder unsere Logik. Aber ich sag dir sogar, wo das passiert. Das passiert in Dick. In Dick alleine, da müssen wir jetzt natürlich in die Ursprache reingehen. Wir müssen es hebraisieren. Das ist Dick, der Mittelste, der Mittelpunkt. Im Mittelsten. Und dieser Mittelpunkt ist ein träumendes Gotteskind. Das ist wichtig. Wie ich Dick. Jetzt ist natürlich, kann ich das K, kann ich natürlich auch weich aussprechen, wenn ich sage wichtig, weil der immer seiende Geist, das ist ja die 400, ist der immer da sein, die 400, machen wir jetzt aus der 400 einen Geist, aus dem immer da sein, dann kriegst du Dick. Und jetzt hast du wirklich den immer da seinen Geist. Das ist wichtig, das muss man verstehen. Und darum ist die Sprache, wenn ich tiefer gehe, muss ich dann wieder sagen, das musst du alles nicht wissen. Es reicht mir vollkommen, wenn du weißt, wer du selbst bist. Und man glitscht in den Normalfällen. Jetzt muss ich da wieder einen kleinen Moment, dass ich das Bild wieder zurück mache, dass wir da nicht so lang waren. Die Umschalterei immer. Bildschirm da beenden. Jetzt müsst ihr mich wieder haben. Ja. Dass die eigentliche Vergessenheit, dass du dir ständig irgendwelche Menschen ausdenkst, und du meinst, du hast mit denen nichts zu tun. Ist es so schwer, diesen Satz zu verstehen? Es ist hundertprozentig sicher, dass ein Mensch, und wir bleiben jetzt nur im Bereich der Gedanken, dass sobald in dir dieser Mensch auftaucht, weil du ihn denkst, dass der deshalb ist, weil du ihn denkst, in deinem Kopf, und er wird genauso sein, wie du ihn dir ausdenkst. Das gilt jetzt auch für den Proleten oder den Dilettanten Udo, der dann nur Ego ist oder total verkopft ist. Ich werde für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber hier in diesen Petra-Robert-Geschichte, da erkläre ich ganz schön, wenn man Du bist ich lesen tut, dass ich nur ein Spiegelbild deiner eigenen Gedanken bin. Ich bin ein Spiegelbild deines Charakters. Ich bin vollkommen neutral. Du kannst mich jetzt als einen ganz gescheiten und ganz tollen, einen demütigen Menschen ansehen oder einen totalen Schwätzer oder einen Arschloch ansehen. Und ich sage ganz gezielt jetzt, diese Person Udo Betscher, egal was du von ihr denkst, ist ein perfektes Spiegelbild von dem, was du selbst bist. Im Positiven, im Negativen. Und wenn ich jetzt auch das, was du anderen Menschen tust, das tust du dir selbst. Aber da müssen wir wieder zuerst einmal das beachten. An was denken wir, wenn wir an andere Menschen denken? Denken wir an Geist, von Gottes Geist, an Geistesfunken, an Gottes Kinder? Oder denken wir an sterbliche Trockennasenaffen? Und es ist natürlich, dass jetzt in deiner Welt du das erst einmal rauskriegen musst, hast du es bei einem Gegenüber von einer Facette von dir selber zu tun, in einer anderen Maskierung? Ist es nur ein anderes rotes Ich, das zurzeit eine andere Rolle spielt, das heißt, es mit einem anderen Programm läuft? Oder ist es wirklich nur eine KI? Denk an die Spiele. Und das kannst du ganz leicht antesten, mit Neugier. Ich sage immer wieder, die Neugier ist wichtig. Sobald du einen Gegenüber konfrontierst mit etwas, was seiner Logik total widerspricht, die er zum Denken benutzt, und er sagt, demütig, Jesu, habe ich das ja überhaupt noch nicht gesehen. Offensichtlich siehst du was, weißt du was oder glaubst du was, das meiner Logik total widerspricht, was offensichtlich eine ganz andere Perspektive ist, dann werde ich neugierig darauf, erklär mal, wie du das siehst. Ich mache immer so gern das Musterbeispiel, ich behaupte, dieser Becher hat eine Tasse. So ein Blödsinn, du wirst jetzt der normale, das Programm, das jetzt ja aufgrund seiner Programmierung sagt, der Becher hat keinen Henkel. Dieser Becher hat einen Henkel. Das kann kein Becher, keine Tasse sein, weil da ist ja kein Henkel da. Doch, da ist ein Henkel da, du musst bloß eine andere Perspektive einnehmen. Oder wir streiten, ist der Henkel rechts oder links? Oder in der Mitte? Oder das sind ja unsere 16 Perspektiven. Wenn einer neugierig war, du siehst offensichtlich was, was ich nicht sehe und ich sehe was, was du nicht siehst, lass uns doch einmal wirklich zusammensetzen, lass uns das eins machen, dann muss das was vollkommen Neues ergeben. Ihr könnt jetzt wieder sagen, der eine sagt, das ist ein Kreis und der andere sagt, das ist ein Dreieck.
Alles, was in deiner Welt passiert, was geistlos ist, streitet um Standpunkte. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal den Bildschirm übertragen, das habe ich nämlich hergesucht gehabt. Und da können wir jetzt ganz, immerhin, ich bin nur in diese einfache Schrift, die noch so weit weg ist von Formeln. Schau mal, das ist jetzt Seite 242. Ich bin du. Lass uns das einmal lesen und ich zeige dir, was da, wenn du das intelligent lesen tust, was da zwischen den Zeilen steht. Warum verhältst du dich so töricht? Immer dran denken, das ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung, erzeugt in deinem Spiegel dieses Tor, die Tora ist eine Reihe von Zeichen und zwar von Stochaion. Da bin ich jetzt gar nicht drauf, ich war ja nur beim Grammar, jetzt wo ich das nochmal eingeschaltet habe, müssen wir da doch nochmal rein. Das ist nämlich, was du magst, wir haben das Grammar, ist ja die Buchstaben, aber es gibt im Griechischen, so wie wir das Gesetz haben, reden wir von Arche oder reden wir von menschgemachten Gesetzen? Reden wir von der Arche, von dem wirklichen Gesetz Gottes, das Erzeugen heißt, das wirklich Sachen erzeugt, im ursprünglichsten Sinne dieses Wortes? Oder reden wir von den Grammas, die ja schon einseitig ausgelegt werden? Das geht in der Aussprache schon los vom Buchstaben. Wenn ich jetzt Ei sage, wie würdest du das hinschreiben? Anhand des Geräusches weißt du nicht, ob du AI hinschreiben sollst oder EI hinschreiben sollst. Das Bet und das Bit, das sind diese Fokalisationsregeln, führen dich total in eine Einseitigkeit. Und jetzt ist es so, dass wir ein zweites Wort für Buchstaben haben. So, das ist erst einmal Stoichas, das ist in Reihe oder Zahlen stehend liegend. Das ist einmal die Reihe in Reihen glänzen und jetzt kriegst du die Stochaion, wo ich immer wieder sage. Das ist zuerst einmal hier eine kleine aufgerichtete Stange, das ist aber jetzt gar nicht so wichtig, der Stift für die Sonne nur wichtig ist, der Buchstabe als erster und einfachster Bestandteil der Regel. Die Grammatik arbeitet schon mit Sätzen, mit Worten und Grammar wird zwar auch als Buchstabe übersetzt, aber diese Buchstaben als der einfachste Bestandteil ist zuerst einmal hier die erste einfachsten Bestandteile und das führt dich jetzt hier zum Grundstoff, zum Element, zu den absoluten, die ersten Bestandteile von körperlichen Dingen. Die körperlichen Dinge, die du wahrnimmst, sind Berechnungen einer Matrix, die auf deiner VR-Brille erscheinen. Aber diese Matrix hat im Hintergrund einen Computercode. Und ich sage immer wieder, das ist die Dora, da, das ist das, was Holofeeling erklärt. Aber ich kann es erst dann erklären, wenn der Geist so reif ist, dass er das verstehen kann. Und jetzt kann ich nochmal sagen, wenn ein Säugling in die Windel macht, ist der weder dumm noch blöd, er ist einfach nur unreif. Und wenn er in die Schule geht und lesen und schreiben lernt, ist er immer noch unreif, da brauchen wir über Sex noch nicht reden. Und wenn du dann in die Sexualität kommst, dann kommt das Verbinden von Mann und Frau, das heißt von Denker und Ausgedachten. Und wenn du dann ans Ende in die dritte Wachstumsstufe über die Wechseljahre und immer dran denkst, ja, hin und her heißt auch Schlaf und Wiederholen und Lernen. Wenn du in die Wechseljahre kommst, heißt es, du wechselst jetzt in einen Schlaf, der sich in sich selber komplett verändert. In einen Traum. Du wirst dann Sachen aus dir wieder herausholen, die dich bisher überhaupt nicht interessiert haben. Du lebst ja nur in der Welt deiner Interesse, deines inneren Seins. Und da kann der Udo tausendmal sagen, wenn du jetzt dich vom Computer hinsetzt und geh davon aus, du träumst, muss dir klar sein, dass jede Internetseite, die du jetzt aufmachst, kommt aus dir. In einen Traum kommt nichts von außen. Es gibt kein Außernet, es ist ein Internet. Das ist die Quelle eines Seins, das kann man als großes neues Symbol, modernes Symbol für Gott nehmen. Wie viele dieser Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten, die du prinzipiell aufmachen könntest, wählst du an? Du hängst immer an denselben Internetseiten. Stimmt oder stimmt? Und darum ist dieses Stochaion auch besonders der Anfangsgrund aller Wissenschaften und Elemente. Insbesondere der Geometrie der Punkte, der Linien und der Flächen. Aber das sind alles vorgestellte, ausgedachte Sachen. Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts und eine Linie ist ein Aneinanderreihen von lauter dimensionslosen Punkten. Das heißt, die Linie ist eine Summe von Punkten, die als Ding an sich nichts sind. Eine Summe von Nichtsen. Und eine Fläche ist wiederum eine Summe von Linien, die man aneinanderreihen, die nichts sind. Wenn wir das genau machen.
Und der absolute Mittelpunkt ist das absolute Nichts, das bist du selbst. Zumindest für deine Traumwelt, aus dem alles entspricht. Das ist All und La, diese Lichtschöpfung, die auseinanderplatzt in dir, die du um dich herum dir ausdenkst. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt in deinem Geist. Das begreifst du, das verstehst du oder du lässt es sein. Begreifen kannst du es nur, wenn du kein Gedanke bist. Das, was ich dir sage, kann nur Bewusstsein bzw. Geist rot geschrieben. Nicht denkbar. Verstehen. Sobald du dir was denkst, sobald was existiert, ist es vergänglich. So, und jetzt machen wir einen kleinen Trick. Jetzt hauen wir mal hier den Gott raus. Dieses I. Zack. Dann schauen wir, was jetzt passiert. Jetzt kommst du zu dieser, zur Stochastik. Das ist jetzt, wonach zielen, wonach treffen. Du sitzt im Mittelpunkt, ich mag es immer, schau das kleine Bild dort. Das beginnt schon, wenn du dir dein Radix-Horoskop setzt. Du gibst dir einen Geburtsort, der außerhalb von dir selber liegt. Das heißt, du gibst es in einer Länge und einem Breitengrad an. Das ist ja nur die Richtung. Damit setzt du dich auf einen Punkt einer von dir ausgedachten Sphäre, wo übrigens jeder Punkt auf einer Sphäre ist der Mittelpunkt der Sphäre. Denk an mein Luftballonbeispiel mit den roten Punkten drauf. Stimmt oder stimmt? Du fängst jetzt an, zu einem Zweck zu werden. Einen ZW, ein doppelt aufgespanntes Eck haben. Haben heißt, sagst du mal hier, eine wahrgenommene polare Existenz. Das ist der Sohn. Du gibst auch die Koordinaten an, wo jetzt die Sonne steht. Und das ist Z-Waff, ist Befehl und Order. Das ist die Geburt eines doppelt aufgespannten Ecks. Ja. Das sind es zwei Z-BZ-Wecken. Interessant. Du tust ein BZ, eine polare Geburt in dir wecken. Das ist ein doppelt aufgespannter Ecken. Und da du dir spiegelst in diesem Spiegeleck, das wir uns vorspielen in unserem Tetraederspiegel, tust du das Ganze berücksichtigen. Das kommt ja wieder zurück. Stimmt oder stimmt? Ja. Das ist auch darum, ist es sich den besten Richter aussuchen. Wer ist der beste Richter in deiner Welt? Ritter. Du bist doch die Ritter-Richter. Wer ist der beste Richter in deiner Welt? Du selbst. Ich garantiere dir, das, was dir logisch erscheint, ist das, was hundertprozentig logisch ist, dass du versuchst, alle anderen aufzuzwingen. Stimmt oder stimmt? Das ist dieses, jetzt wird es Stochas ein aufgeworfener Hügel. Magst du das? HGL, wie eine Welle. Wo jetzt Stellnetze, Stangen und Stellnetze, das sind praktisch, wenn wir jetzt geometrisch diese Ecken, die wir uns ausdenken, verbinden, dann kriegst du Stangen und es sieht dann aus wie Netze. Ein Netz ist existierende Augenblicke. Ich hoffe, du kannst folgen. Das sind aber alles nur Stochosis, das sind Vermutungen. Da kommt jetzt die Stochastik her. Stochasis, siehst du das? Die Stochastik ist in der Arithmetik, ist das mehr oder weniger im großen Gebiet der Arithmetik, ist das die sogenannte Wahrscheinlichkeitsrechnung. Alles, was deine Menschheit, ob das religiöse Menschen sind, ob das naturwissenschaftlich geprägte Menschen, materialistische Menschen oder Esoteriker sind, sie leben in der Welt der Stochastik, ihrer bloßen Vermutungen, die sie als großer Richter sich ausdenken und felsenfest davon überzeugt sind, dass das, was sie glauben, dass das das Einzige ist, was richtig ist. Ich bin auf diese Stochastik, bin ich ganz gewaltig darauf eingegangen. Schön, ich verweise, wo es perfekt beschrieben wird, immer wieder in dieser Offenbarung, diese Schrift, die Physik im Nullpunkt Gottes. Ziemlich am Ende ist dann hier was Stochastik, das ist, beginnt auch in Holofeeling, in Ich Bin Du ist es schon angesprochen, wird nochmal genau erklärt, was das bedeutet. Wenn du etwas glauben willst, im tiefsten Innern, das musst du dir bewusst machen, du gehst ins Internet, wird dein Internet immer mehr Beweise ans Tageslicht befördern, diese Seiten, du wirst von mir nur diese Internetseiten auftauchen sehen, das mache ich, was auch immer ich ist, ist mit Sicherheit nicht der ausgedachte Udo. Dass du eine Bestätigung kriegst für deinen Glauben. Ich mache aber gespiegelt dazu, wenn du etwas in Frage stellst, in Du bist ich heißt es immer, wenn du deine eigenen Glauben, deine jetzige Logik, AUB, deine Beschwörungskunst, wenn du aufgehört hast, deine jetzige Logik in Frage zu stellen und immer nur mit deiner Logik alle anderen Systeme, die in dir auftauchen, vergleichst, hast du aufgehört zum Leben, dann funktionierst du genauso wie eine tote Maschine, die nur alles mit ihrer zwanghaft autoritären Logik vergleicht
und alles in Frage stellt, bloß nicht die eigene Logik, und die Logik sagt, das ist falsch und das ist böse und das ist verkehrt, das ist die große Falle. So, und jetzt, das war jetzt, wir waren nur bei den Töricht. Da haben wir den Richter. Okay? Das sind aber im Kreisen sind zwei Möglichkeiten, das hast du mal da, die automatisch zu vier waren, aber das ist viel zu komplex. Aber lass uns das einmal normal kurz lesen, dass du siehst, wie oberflächlich du bist, wenn du was liest. Du kannst nur etwas völlig Neues kennenlernen, wenn du das Alte verlässt. Das heißt, solange du Basic nicht opferst, wirst du Windows nicht aufspielen können. Gut, jetzt kann man wieder ja aber sagen, ich kann da zwei Betriebssysteme gleichzeitig laufen lassen. Nein, wenn du Basic einmal installiert hast, dann wirst du feststellen, dass Windows ein höherwertiges Betriebssystem ist und du ohne weiteres mit einem Windows-Betriebssystem auch Basic-Computer laufen lassen kannst als Simulation. Aber nicht umgekehrt. Das Alte muss sich dazu vollständig auflösen. Der Säugling muss sich vollkommen auflösen, dass ein Wesen in dir entsteht, dem man Lesen und Schreiben beibringen kann. Und dieses Schulkind, dieser 6-7-Jährige muss sich komplett auflösen, dass ein Wesen entsteht, das hier in Midan Butner Kinder erzeugen kann, das Schöpferfähigkeit kriegt, zumindest auf tierischer Ebene in Bezug auf Fortpflanzung. Und dieser sich fortpflanzen wollende Trockennasenaffe muss sich vollkommen auflösen, dass du ein Geist wirst. Aber genauso sind diese Systeme abwärtskompatibel. Ich kann mich jederzeit wieder als einen Trockennasenaffen denken. Das ist, wo ich sage, der Schauspieler auf der Bühne, der keine Sekunde vergisst, dass er eigentlich der Denker ist, der sich jetzt diese Rolle ausdenkt und nicht die Rolle selbst. Jedes Phänomen hat seine Zeit in diesem Dasein, auch deine jetzige Gesellschaftsstruktur. Es ist nun für dich an der Zeit und das richtet sich wohlgemerkt, das ist, ich bin du, wenn du an den Anfang der Schrift gehst, das richtet sich an den, der diese Worte selbst zu sich spricht, wenn du das Buch in der Hand hast und es liest. Jetzt hörst du natürlich eine Lautsprecherstimme. Das ist nur eine andere Perspektive. Der Sinn der Worte bleibt der gleiche. Es ist nun für dich an der Zeit, sie wie einen Kokon abzulegen. Du musst erst einmal den Glauben, dass du dieser Körper bist, ablegen, dass du Geist werden kannst, der du eigentlich schon immer bist. Aber da ja alles gleichzeitig ist, so wie die Seiten in einem Buch, du rasterst das nur ab, aber jedes Bild, jede Seite schaust du jetzt an. Tausende Male erkläre ich das und jetzt tauchen da natürlich Menschen auf, die das nicht wahrhaben wollen. Und ich sage, die gehen mir am Arsch vorbei, weil das sind jetzt Menschen, die ich einfach nicht mehr denke. Weil das nur Gedanken sind. Du kannst deinen Gedanken nichts erklären. Ich kann nur mit den Gedanken jetzt auf dieser weltlichen Ebene kommunizieren, wenn ich meine, ich bin neugierig auf was vollkommen Neues. Aber dann musst du zuerst einmal deine momentane Rechthaberei, deinen Glauben komplett außen vor lassen. Ich sage immer wieder hier, ich habe einen Kreisglauben und du hast einen Dreieckglauben. Das widerspricht sich. Und solange ich dir versuche, dass das Ding rund und keine Ecken hat, das, was ich ja nicht mache, ich sage, das sind unendlich viele Ecken. Mein Kreis ist nicht ein ohne Eck, ein Nicht-Eck, schau auf das Bild, sondern das ist ein unendlich Eck. Jeder Punkt auf dem Kreis ist nämlich das Zusammentreffen von zwei Ecken. Und da er unendlich viele Punkte hat, muss es ein unendlich Eck sein. Du hast bloß ein Eineck oder Dreieck. Du kennst These, Antithese, Synthese und deine Synthese ist in dem Moment schon wieder eine These für was Neues. Okay? Abzulegen, sie zu verlassen und erwachsen zu werden. Wach sehen. Du musst als Wacher das sehen. Ein Wacher, der jetzt ganz bewusst sagt, als normaler Mensch bin ich zuerst einmal ein träumender Geist, eine Figur von einem Geist, der träumt. Und da dieser träumende Geist, den wir jetzt setzen, auch was Ausgedachtes ist, kann der sich natürlich nicht raussuchen, was er träumt. Jetzt zum Beispiel, dass dir dieses Gespräch eingespielt wird. Verlasse deine bisherige dogmatische Ideologie, so wie du deinen Körper, deine Mutter verlassen hast. Das heißt, dein Körper hat irgendwann einmal deine Mutter verlassen. Mutter steht ja für deine Logik. Und so wie du jetzt als Trockennasenaffe deine Mutter verlassen hast, musst du jetzt als Geist deinen Körper verlassen. Aber das machst du schon in dem Moment, wo du dir den ausdenkst und den gedanklich um dich rum oder vor dich hinstellst. Natürlich, wenn du in den um dich rum denkst, dann sitzt du immer noch im Zentrum von diesem Kopf. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn du dich als jüngeren Menschen denkst?
dass du sagst, ich denke mich als 20-Jähriger, dann stellst du den schon vor dich hin. Natürlich denkst du dir den jetzt gedachten Menschen in die Vergangenheit. Der ist trotzdem hier und jetzt und er ist, weil du ihn denkst. Sonst wirst du die alte, unbrauchbar gewordene Gesellschaftsstruktur ersticken. Das ist übrigens die Geschichte von dem Seemann. Jetzt hätte ich gute Lust, dass ich reingehe, dir mal sagen, was ein Samen, wie sich das aufbaut mit dem Ei und mit den Samen in den hebräischen Worten, ohne in die Zahlen zu gehen. Aber das lassen wir, das ersparen wir uns. Es geht hier um unendlich viel Wissen, das letztendlich zu einem Ja wird. Kannst du lesen und schreiben und du sagst Ja. Aber du kannst erst Ja sagen, wenn du dir das einmal selber beigebracht hast. Und dazu hast du von mir unendlich viel Zeit bekommen. Diese Erkenntnis hat nichts mit einem urteilenden Pessimismus, Optimismus zu tun, Kategorie 2, sondern es werde die Geburt deiner Weisheit. Das ist die Synthese von beiden. Die Weisheit ist letztendlich alle Farben, das ist in der Symbolik, das weiße Licht sind alle Frequenzen gleichzeitig, alle Farbfrequenzen, aber diese Weisheit ist auch alle Frequenzen von 0 bis unendlich. Von jetzt, vom absoluten Jetzt bis ewig ist alles gleichzeitig da. Es ist wirklicher Realismus und dessen Synthese in seiner reinsten Form eine wertfreie Beschreibung von dem, was wirklich wirklich ist. Eine der Lieblingsillusionen deiner Zeit ist der Glaube, nochmal Gall, die Welle ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das ist die Beschwörungskunst. Du hast noch nie Gedankenwellen aufgespannt, weil du immer bloß eine Seite anschaust. Und eine wirkliche Gedankenwelle hat 16 Seiten, wenn du Geist bist. Freiheit, Zeit durch entsprechende Gestaltungs-, Religions- und Politsysteme zu schaffen und zu sichern. Das sind alles Fallen. Jedes politische oder religiöse System versteift sich auf Schwerpunkte, die immer nur einer bestimmten Lage gerecht werden können. Das heißt, das sind einseitige Regeln. Jedes religiöse, jedes politische System bekämpft Feindbilder. Ich sage als Christ, liebe deine Feinde. Nichts hat weniger Ahnung vom Christentum wie die Menschen, die glauben, sie sind Christen. Mach dir bewusst, wie viele Feindbilder du in dir trägst. Jetzt könnte ich hier zu einer ausgedachten Route sagen, jetzt erklär das einmal deiner Sippschaft. Und es wird nur eine Schwelle von Hass dir entgegenkommen. Das ist ein klares Zeichen, dass da nicht ein Hauch von Geist ist, von dem, was am Anfang erklärt wurde. Dass es muss ein Mensch Neugier zeigen für was vollkommen Neues, was seiner Logik vollkommen widerspricht. Wenn das nicht da ist, und jetzt kommt aber das Problem, ist ja trotzdem auch ein Spiegelbild von dir selber. Wie meine ich das? Weil ich immer wieder sage, wenn du dir jetzt einen Stein ausdenkst, wirst du nicht versuchen, den Stein zu erklären, dass er Stein ist. Wenn du dir einen Computer ausdenkst, du kannst den programmieren, wenn du programmieren kannst, du wirst aber diesen ausgedachten Computer niemals erklären können, dass er einfach nur ein Haufen Materie ist, geistloser Materie ist. Und dasselbe gilt für jeden von dir ausgedachten Trockennasen auf. Das heißt, wenn ich doch erkenne, dass an ein geistloser Narr ist, wieso regiere ich immer drauf? Und jetzt sage ich zu meiner Ritter Richter, und jetzt gehen wir wieder in die wirkliche Weisheit, die zurzeit verbreitet wird, in das Sommerhaus der Stars. Und dann schauen wir uns diese Lisa an, die offensichtlich, jetzt rede ich einmal ganz normal, das ist so unendlich lehrreich, lehrreicher wie die meisten Filme, ja, dass du mit einem ganz normalen, stinknormalen Rechthabercharakter konfrontiert wirst, die lügen, wenn sie den Mund aufmachen, die ihren Gegenüber, dran denken, Spiegelbild, ein Spiegelbild von dir selber, ständig dieser Eva, achte auf den Namen, dieser Eva vorwerfen, dass dir falsch ist und lügt und kaum ist die Kamera auf sie gerichtet, sagt, weißt du was, der heuchlich jetzt vor, die ist ja so blöd, der heuchlich vor, dass sie ihre beste Freundin bist, die kriegt es doch gar nicht mit und dann haue ich ihr das Messer in den Rücken. Ja, ja. Nur immer in einem Fort ein Hetzen, ein Lügen und alles, was sie macht, wirft sie dieser Eva vor. Es ist die Spiegelung. Jetzt kommen wir zu der Eva. Die Eva kann einfach nicht ihre sich immer und immer wieder verteidigen. Ja. Und wie kann man den Spieleinhalt gebieten? Indem du dich darüber hebst und jetzt, was wir zwei machen, Ritter, wir schauen uns das an und wir schmunzeln und wir freuen uns, wie perfekt diese Spiegelungen in der Menschheit funktionieren. Genau so, ja. Weil jeder, der sich Deppen ausdenkt, letztendlich, solange du das nicht als einen reinen Charakter eines Romans erkennst, der dich amüsieren soll, sondern du dich noch darüber aufregst und dem was erklären willst oder Recht haben willst, er ein Spiegelbild von dir selber ist. Die Lösung ist das passive Sein, das ist das Opferlamm, das ist die Jesusgeschichte, es einfach geschehen lassen, sich nicht mehr verteidigen. Bei Pontius Pilatus, wenn er da steht und angeklagt wird,
ganz definitiv sagt zu dem Pontius Pilatus, du hast keine Macht über mich. Ich habe auch keine Macht über mich. Das bestimmt ein ganz ein anderer und fordert ein Wille geschehe. Ich habe mir nicht rausgesucht, dass ich der Jesus bin und du hast dir nicht rausgesucht, dass du der Pontius Pilatus bist. Übrigens ist jetzt das Prinzip dasselbe, wo liegt die Freiheit? Und dann kommt dazu, dass der Pontius Pilatus, den eigentlich ja gar nicht, er hat ja gegen Jesus gar nichts gehabt, aber es ist halt wieder die große Politik, man will sich halt mit den Juden nicht verscheißern. Die aufgehetzt sind, die auch wieder keine eigene Meinung haben. Wer hat denn eigentlich eine eigene Meinung? Meinst du, dass die angeblichen Verschwörungstheoretiker eine eigene Meinung haben? Sie gehen ins Internet und quatschen blind irgendwas nach, was sie sich durch Lesen angeeignet haben aus Medien und Börsen. Meinst du, dass irgendein Nachrichtensprecher, was diese offizielle Presse ist, ist hundertprozentig Lügenpresse? Meinst du, dass die eine eigene Meinung haben? Die blabbern doch auch bloß nach. Die blabbern das nach, was von Reuter kommt und dann ist jeder sich selbst der Nächste. Und jeder meint, sein logisches Programm ist das einzig richtige Logik. Ich sage, sobald eine Logik, die in dir auftaucht, deiner Logik widerspricht, ist es ein gespiegeltes Spiegelbild von deiner Logik. Und jetzt lassen wir uns politisch rechts, über rechts und links diskutieren. Und wenn du mal wertfrei schaust, das ist wie wenn du Philosophen lesen tust, in Ich bin nur in dieser Schrift ein bisschen weiter vorne heißt es hier, dass die großen Philosophen, die du dir jetzt ausdenkst, vorausgesetzt, die sind auf deinen Schwamminhalt drauf. Da hat jeder für sich einen wundervollen Gedankenboden geknüpft, den ein anderer nicht lösen kann. Zu allen von dir ausgedachten Zeiten hat es Philosophen gegeben und Wissenschaftler gegeben und welche, die eine andere Meinung vertreten. Jeder Philosoph, auch wenn er hochgeehrt ist, hatte zu seiner Zeit einen anderen Philosoph, denn seine Sichtweisen waren genauso richtig und dann wurde gestritten und diskutiert. Man kann das liebevoll machen, wie in den Platon-Dialogen mit den Sokrates, aber es landet immer in Sackgassen. In so einem Thetis-Dialog lesen, da ist ja hier der Sokrates noch sehr, sehr jung. Das ist übrigens der einzige Dialog, wo am Ende nicht als Gewinner hervorgeht. Das ist eine Geschichte von dem jungen Sokrates, aber das ganz nebenbei. Und bei aller Bescheidenheit, all die Bücher habe ich erschaffen. All die Geschichten, die Märchengeschichten in dir. Jetzt musst du bloß noch begreifen, dass ich immer wieder zuerst einmal behaupte, ich bin du. Ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Und das meine ich jetzt absolut. Okay, die immer nur eine bestimmte Lage gerecht werden. Es ist nicht an der Tatsache vorbeizukommen, dass jedes bisherige System immer von egoistischen Menschen, sprich Trockennasenaffen, Ego ist Ischen, Ischen heißt schlafen und alternieren und alt werden, gemacht und betrieben wurde. Egoismus bedeutet immer eine Trennung von der Einheit und damit Chaos. Individualität, Dual, Dualität. Dagegen hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist das Problem der Gedankenwelt. Das ist Individualität. Dual, du nichts erschaffst in dir zwei. Eigentlich 16, aber wir machen das erste Mal ganz einfach. In jedem System hängt der Zustand der Gesellschaft letztendlich vom Entwicklungszustand des Einzelnen, des Individuums ab. Das heißt, du als träumender Geist bist für die Quelle, für die Traumwelt. Und du kannst dich jetzt als einen mittelalterlichen Menschen träumen, du kannst dich aber auch Science-Fiction-mäßig ins Jahr 2400 setzen, wenn du zum Träumen anfängst. Die individuelle Befreiung ist für das Wohl deiner Gesellschaft absolute Voraussetzung, da sie Konfliktpotenzial ausschaltet und sie deinen Mitmenschen ermöglicht, unabhängig von persönlichen Ambitionen, auch für das Wohl anderer zu wirken. Das ist dieses große Problem. Das, was du einen anderen tust, tust du dir selber. Aber ich rede hier von maskierten Menschen und nicht von KIs. Dies ist nämlich, die zwei Seiten musst du auch wissen. Habe ich es hinter der Maske mit einem Geist des Funken zu tun? Dann ist es ein Teil von mir selber. JCH, ich lese jetzt dieses Buch, habe dieses Wertesystem aus diesem Buch, aus diesem Schwamminhalt oder ich habe das Wertesystem aus diesem Schwamminhalt. Oder ist es wirklich in unserem Videospiel, brauche ich ja dann etwas, was nicht Geist ist und das sind reine KIs. Wenn du den ersten Schritt machst, begibst du dich auf eine Vorbildposition. Das Vorbild im Kind, das ist der vorm Spiegel und die H-Innern oder umgedreht, jetzt haben wir wieder die vier Seiten. Was setze ich als richtig? Darum sage ich auch, Lügen sind nicht nur was Negatives. Wenn wir jetzt zum Beispiel aufspannen, wir sagen, das ist die Wahrheit und das ist die Lüge. Wir haben in unserem Einheitskreis vier Quadranten.
Das heißt, es gibt erst einmal die absolute Wahrheit, das wäre die rot gelesene Wahrheit. Und es ist nicht immer unbedingt gut, die Wahrheit zu sagen. Du musst manchmal, wenn einer unreif ist, auch was verschweigen, weil er überfordert ist. Das falsch auslegt und du merkst, das kommt ins Chaos. Ich könnte jetzt wieder sagen, wenn du einen Lebenspartner hast, wo du merkst, der ist einfach, ich sage nicht geistlos, aber da ist überhaupt noch kein großes Interesse dafür, was Neues, dann konfrontier den da nicht unbedingt damit, dann musst du halt den Mund halten lernen. Genau. Genauso ist es aber mit der Lüge. Es gibt die böse Lüge, wo man egoistischen Vorteil sich ausrechnet, wenn ich lüge, wo ich mich groß mache. Und es gibt auch eine positive Lüge. Es ist manchmal wichtig, wenn du mit einem Unreifen zu tun hast, dass du zuerst einmal, ich sage bewusst, lügst, weil du weißt, dass die Wahrheit wird ihn überfordern. Mhm. Es ist nicht nur Lüge, ist nicht nur negativ. Ja. Okay? Zum Wohl des anderen zu wirken. Wenn du den ersten Schritt machst, begibst du dich auf einen Vorteil. Dies wird auf deine Mitmenschen in von dir nicht vorhersehbarer Weise ausstrahlen, damit, weil das ja deine Spiegelbilder sind. Du musst den ersten machen. Du musst den ersten machen, der lernt, den Mund zu halten, was unsere Eva im Sommerhaus der Straße nicht macht. Die kriegt es nicht hin. Und die Lisa kriegt sowieso nicht hin, weil das ein ganz, ganz, ganz mieser Charakter ist. Das ist aber nur KI. Und damit dein persönliches Umfeld völlig verändern. Dieses veränderte Umfeld, das ist wie durch Zauberhand, sag ich, wird sich deine Welt verändern, wenn du dich innerlich veränderst. Schon aufgrund der Tatsache, wenn du aufhörst, dich über irgendwas aufzuregen, wenn du nicht ständig an allen rumnörgst, ich sage immer ganz einfach, wenn du aufhörst, ein blindes Arschloch zu sein. Wer ist ein blindes Arschloch? Jeder Beobachter, der mit irgendetwas nicht einverstanden ist oder das anders haben will. Wie es jetzt auftaucht, obwohl dieses Puzzlestück nicht verändert werden kann, sonst wirst du nie mehr aus dem von dir ausgedachten Puzzlestücke, Butzell, ausgestreute Schatten, hebraisiert, wieder eine Einigkeit herstellen können. Wobei die eigentliche heilige Einigkeit gar nicht zerplatzt ist. Wie ich immer wieder sage, wenn du jetzt zum Beispiel einen Computer teilnimmst, da sind ja Pünktchen und Strichchen drauf. Und wenn wir ein Bild rausrechnen, auf dem Bildschirm uns ausrechnen, ändert es ja an der Datei nichts. Ich möchte zusätzlich noch erwähnt haben, wenn du dir statt dem Bündchen und Strichchen jetzt meinetwegen einen Chip mit kleinen Halbleiterschaltern denkst, diese Schalter in dieser Struktur werden nicht bewegt. Das ist nicht, dass der Schalter auf und zu geht. Das ist bloß, der Schalter ist nur ein Symbol für ein und aus. Und ich sage immer wieder, wenn wir jetzt aus der dreidimensionalen Sichtweise weggehen in das zweidimensionale, ist es Quantenbit praktisch eine Sichtweise. Wenn das ein Kontakt ist, ein Schalter ist und es wäre jetzt nur Fläche, dann hast du wieder zwei Perspektiven. Das ist jetzt ein und das ist aus, im selben Moment. Es ist eh immer alles verbunden. Dieses veränderte Umfeld wird dann ebenfalls zu einer Einheit werden, die wiederum auf eine noch größere Ebene ausstrahlt. Du bist die Wurzel. Und das ist so dieses Ur. Wie Ur ist Or. Das doppelt aufgespannte Licht, das Schatten wirft. Zu einem neuen morphogenetischen Feld. Zeig mir deinen guten Willen und ich werde dich auf bisher nicht bekannte Weise unterstützen. Zeig mir im Sommerhaus der Stars die Eva ihren Willen, zeig mir die Lisa ihren Willen. Dann geh in diesen Chat rein, in den Holofeeling-Chat rein und schauen, wie sie da ihren Willen zeigen. Da gibt es welche, die versuchen einfach Weisheiten reinzustellen und andere fangen dann wieder zum Diskutieren an, zu reizen, zu sticheln. Aber was sind die anderen jetzt? Vor was reden wir jetzt? Wir reden von Gedanken. Die machen doch immer das, was wir denken. Also ich gehe mir jetzt nicht selbst auf den Leim, was ich am Anfang erklärt habe. Du musst einfach einmal dich so auf den Punkt bringen, dass dir jeden Moment klar ist, was ist jetzt da. Und dann wirst du zuerst feststellen, dass sich dieses Jetzt von Augenblick zu Augenblick mit Lichtgeschwindigkeit verändert. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Du musst dazu nicht nach mir suchen. Wenn die ersten Anzeige von Reife und Weisheit in deinen Handlungen hervorscheinen, wirst du dabei von mir und deinen geistigen Helfern auch gefunden. Die geistigen Helfer sind all die, die du dir jetzt ausdenkst, wo du sagst, die haben ja Holofeeling begriffen, die unterstützen mich irgendwie, die holen mich immer wieder ins Jetzt zurück. Dass wenn du wieder meinst, du müsstest einseitig zum Diskutieren anfangen, müsste der Gegenüber, wenn er einen Hauch von Geist hat, sagt er, du hast recht, bitte fang nicht wieder das Spiel an, dass du meinst, du müsstest deine einseitige Perspektive intronisieren. Der Thron ist im Zentrum und eine Perspektive, die alle Perspektiven sind gleichzeitig im Zentrum. Es ist nicht, dass du von außen auf einen Gegenstand in der Mitte schaust, sondern du bist die Mitte und schaust von der Mitte in diese Perspektiven rein.
Das ist die Bilder. Ich mache mal nochmal, stell dir vor, wir stellen jetzt eine Tasse mit Bewusstsein, die den Körper einer, ein Bewusstsein, das den Körper einer Tasse hat. Stell mir in der Mitte auf ein T-Isch. Das T-Isch kann man mit 9 schreiben, dann ist es ja gespiegelt, Gestalt geworden. Und um diesen, wo jetzt die Stühle sind, die äußeren Stiele, die äußeren Bunde, stell mir einfach Spiegel auf. Und du bist jetzt die Mitte und du glaubst, der Tasse zu sein. Und wenn du in die eine Richtung schaust, sagst du, ich habe den Henkel rechts. Und wenn du in die andere Richtung schaust, sagst du, ich habe den Henkel links. Jetzt könnte ich wieder das Bild aufmachen von unserem Folger, wo die 16 Perspektiven der Tasse darstellt. Schaust du in die Richtung, sagst hier, ich habe den Henkel in der Mitte. Und da sagst du, ich habe gar keinen Henkel. Mhm. Das ist genau dieses Spiel. Mhm. Dann bist du ein Bewusstsein, es glaubt er, das zu sein. Und wenn du nach außen schaust, egal wo du hinschaust, schaust du immer in einen Spiegel rein. Das ist diese Tetraederspiegelstruktur. Und du siehst in diesem Blickwinkel dich selbst aus dieser Perspektive. Mhm. Jetzt sage ich, wir setzen einmal hier Menschen um den Tisch rum. Ich bin jetzt reiner Geist. Und ich habe jetzt um mich rum, und wenn ich in die Richtung schaue, sehe ich aus wie der Holger, wenn ich in die Richtung schaue, sehe ich auch wie die Ritter, und da sehe ich aus wie die Ariane, und in die Richtung sehe ich so aus wie der jetzt vom Computer sitzt. Das sind nur Perspektiven von mir. Ich hoffe, du kannst einigermaßen folgen. Das sind die geistigen Helfer, weil die sich mit Holofeeling beschäftigen. Und wenn welche da sind, die sich mit sich selbst, mit ihrem eigenen Bewusstsein beschäftigen, müssen zwangsläufig, das sind ganz wenige, müssen ganz viele auftauchen, die das nicht machen. Das sind die KIs. Dieses gefunden werden kannst du auch auf keine, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du aktuell Bildzeitung die letzten Folgen gelesen hast, da ist der große deutsche Philosoph, der hier in der Bildzeitung sich äußert zur Zeitqualität, das ist so geistloses, materielles, raumzeitliches Geschwätz, angelesenes Wissen. Es gibt keine Philosophen mehr, nahezu keine Philosophen mehr in deiner Welt. Philosophia, die Liebe zur Weisheit, die Liebe zu allen, die Liebe zur Heiligkeit. Dann darf ich nicht anfangen, um Standpunkte zu diskutieren, sondern ich versuche klarzumachen, jeden Standpunkt, wenn der Standpunkt ein außerhalb von mir sein, der Mittelpunkt zwangsläufig, dass er letztendlich in mir drin ist. Und das kann nur der eine verstehen, der sich das ausdenkt. Und das bist du. Du denkst dir deine Welt aus. Es ist mit Sicherheit nicht der jetzt vom Computer sitzt. Das heißt, dieses Gefundenwerden kannst du auf keine andere Weise, zum Beispiel durch Meditationstechniken oder religiöse Rituale erreichen. Denk an hier wieder an meinen Hospitalismus. Schau dir Juden an der Klagemauer an, wenn sie hier ihre Defilin anlegen. Geh in ein buddhistisches Kloster. Dieses absolute mechanische Runterrezitieren von irgendwelchen Gebetsformeln, wenn du dich hinsetzt und dann tausende Mal am Tag Hare Krishna schreist. Es sind Gedanken, es sind KIs. Die ständige Wiederholungen von Figuren in einem Chat mit ihren einseitigen Rechthabereien. Es sind Charaktere, es sind einfach nur KIs. Ist hinter dieser KI schon ein Geist, dem bewusst ich arbeite zurzeit mit dem Programm? Das ist jetzt der Schauspieler, der ganz bewusst seine Rolle spielt und keinen Augenblick, nicht einen Hauch von einem Augenblick vergisst, wer er selbst ist und was die Rolle ist, die er spielt, der Charakter und das Drehbuch. Solange eine Seele von einem neugierigen Ego und Wollen getrieben wird, kann sie mir nicht näher kommen. Das Problem ist Ego. Wollen hat zwei Seiten, ich will und ich will nicht. Es muss sich komplett auflösen. Es darf nichts mehr sein, was du willst. Nicht einmal, ich will wissen, 20 Bücher auf einmal lesen. Die Weisheit ist kein Wissen. Weisheit ist alles. Heiligkeit. Wissen ist explodierte Weisheit. Weisheit ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Und das Wissen ist das, was du dann aus diesem Urknall, aus dieser Weisheit heraus dir denkst, um dich herum in ein Universum verstreut. Und das hängt wieder davon ab, was man dir in Elternhaus und Schule erzählt hat, weil du ja nur nachäffst als Affe bei eigener Definition. Weißt du, wenn hier Sätze, die ich ausspreche, diese Kleinigkeit, wo ich immer wieder wiederholt habe, du bist ja nur ein dummer Affe. Wenn das jemand zu dir sagt, dein Ego wird sofort zwanghaft reagieren, ich hoffe mit Holofeeling nicht mehr, dass du dir diese Schizophrenie mit normalen Menschen und probierst mit den Figuren in deinem Traum aus, wenn du das ernst rüberbringst, wie hochgradig
geistlos sind diese KIs, die sich beleidigt fühlen, wenn du das aussprichst, was sie im tiefsten Innern glauben zu sein, und das möglichst versuchen, möglichst lang diesen Zustand, wo sie entsetzt sind, wenn das einer zu ihnen sagt, du bist ja bloß ein Affe, am Leben erhalten zu wollen, ein sterbliches Säugetier. Da beginnt die Geistlosigkeit. Und was meinst du, wie Leute sich über diese Sätze vom Uda aufregen? Und du solltest dich nicht aufregen über diese Menschen, weil es halt einfach nur Programme sind. Es sind nur KIs. Dann einfach mal die Fresse halten. Also von Ego und Wollen getrieben wird, kann sie mir nicht näher kommen. Ebenso kannst du auch mit keiner esoterischen Technik deine Erleuchtung erzwingen. Fange an in diesem Dasein, ist auch ein Nachäffen von irgendwas. Und dann geht die Schizophrenie so unendlich los. Dieses, ich liebe ja alles, ich bin ja alles und so weiter und so fort. Und Udo sagt immer so, wieso essen die dann ihre Müsli-Scheiße rein? Weil sie wieder Feindbilder haben. Fleisch essen ist schlecht. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Fleisch. Schielef. Hebraisiert von rechts nach links und von links nach rechts. Gelesen. Und zwar so, wie ich es vorgezeichnet habe. Versuche den Liebenden in dir zu finden, den absolut alles Liebenden, denn der du sein, den, der du sein solltest, den, der du wirklich bist, wenn du ich bist. Ich kann doch keinen Autor machen, der einen Krimi schreibt oder einen Kriegsfilm oder irgendeinen Roman entwirft und dann diesen Protagonisten vorwerfen, dass sie so sind, wie sie sind. Und ich sage jetzt nochmal, vielleicht wirst du es irgendwann verstehen. Geh durch den Zoo spazieren als Mensch, du erfreust dich an all diesen Kreaturen, an Flora und Fauna, an der Pflanzenwelt und an der Tierwelt. Und du wirst keins dieser von Gott erschaffenen Tiere verändern wollen. Ich habe vor 30 Jahren gesagt, du wirfst einen Regenwurm nicht vor, dass er nicht fliegen kann. Und du wirfst einen Löwen nicht vor, dass er Fleisch frisst. An der Giftschlange nicht vor, dass er giftig ist, und an Stinke nicht vor, dass er Stinker ist. Sie sind so, wie sie erschaffen wurden. Dasselbe gilt für jeden Protagonisten. Und jetzt haben wir dann schon, es gibt ja in deinem Traum bloß einen Protagonisten. Das bist du, das ist die Hauptfigur. Erinnere dich dran, erster Schauspieler und Regisseur. Betonung liegt auf Regisseur. Der bestimmt, was da wirklich abläuft, ist immer der Erste. Das ist der Weg durch die Wüste. Der Weg durch die Wüste ist ganz interessant. Im Mitbau. Ups. Da müssen wir hin. Was spinne ich hier? Bremsgitter, Redner, Sprecher, Treppe. Die Wüste. Störungselement. Das ist natürlich jetzt sehr vielfältig, aber da wäre jetzt ganz spaßig, wenn wir jetzt hier reingehen in Dennach. Da kommt nämlich, das ist immer die erste Person. Der Sprecher ist die erste Person. Mhm. Das ist der Weg durch die Wüste. Deba ist ja Wort, Sprechen, Best und so weiter und so fort. MD, pass auf, jetzt teilen wir das auf, dieses MD alleine, Gestalt gewordene Öffnung. BR-Wissen ist das Äußere. Das ist erst einmal eine Decke, eine geöffnete Ecke. Merkt ihr, wir kommen aus unseren Magen-David nicht heraus. Und dann hast du einen Gewand, Gewaff, der Geist wird doppelt aufgespannt, und OND heißt, jetzt fängt er an zum Hin- und Herschwingen Transversal. Und dann kriegst du dein Kleid, das dich einhüllt. Aber ein Kleid tragen nur Frauen. Das Leid erzeugen die Frauen. Die Männer erzeugen Freude, wenn sie geistesfunken sind. Und das Ganze ist wie das Universum, ist eine Uniform. Das ist das In-Eins, diese Form ist in dieses Eine hineingekehrt. Das macht das Spiel aus. Das ist übrigens das MD, ist 44, das ist das hebräische Wort für Ille, das ist das Kind. Du bist diese Ecke. Und du hüllst dich in dein eigenes Leid ein. Und das ist dein Äußeres, BR. Und es ist immer schön, wenn einer zu bequem ist, irgendwas zu lernen. Ich sage, lass es doch einfach. Du lernst es eh nicht, wenn du es jetzt aus Kaufmannsdenken lernst. Und dann gibt in der Dora, kommt sehr oft dieses MMDBR. Aber das wird jetzt schon wieder alles viel zu falsch werden. Das heißt, von diesen ersten Sprecher landest du dann hier praktisch im Dorn. Aber lassen wir das.
Wo war mein Stäblin? Die geistige Regel, diese Rituale, die Erleuchtung, dann lassen wir es dann gut sein. Versuche den Liebenden in dir zu finden, der, der du wirklich bist. Wenn du dich in diesem Dasein findest, komme ich von selbst zu dir. Das heißt, wenn du dich findest, den, der du bist, dass du irgendwann einmal begreifst, ich bin der, der sich das ausdenkt, dieses Leben, und der das Leben wie einen Traum erlebt. Ich bin aber nicht irgendein Gedanke von mir, eine Figur in dem Traum. Das ist das Verrückte. Beim Spazieren durch den Zoo kann man wirklich alles lieben. Bis auf das, was du Menschen nennst, die nicht in den Käfigen drin sind. Obwohl genau diese Menschen jeder in seinen eigenen Käfig steckt, den er sich aufgrund seines nachgeplapperten Wesens baut. Und wenn es der Trockennasen auf dem Körper ist, das ist dein Käfig. Denk jetzt an deinen Körper, wenn du jetzt vor dem Computer sitzt. Das ist dein Käfig. Und du bist genau im Schädel im Zentrum. Deine Augen vor dir, die Haare über dir. Du kannst ihn nicht verlassen, auch wenn du an den Schädel nicht denkst. Da denkst du halt die Wände der Zimmer um dich herum. Jetzt sind wir wieder bei der Wand. Oder du denkst dir Land um dich herum. Oder einen Himmel um dich herum. Egal, was du dir um dich herum denkst, du bist immer die Mitte. Du kannst den Weg zur Erlösung nicht erzwingen. Höre auf, etwas erreichen zu wollen. Und du wirst das alles erreichen. Solange du meinst, dass in deiner Zukunft irgendwo anders eventuell irgendwas besser wird, wie es jetzt ist, hast du nichts von dem verstanden. Es ist schon alles in dir drin. Aber du holst halt immer wieder bloß einseitige Facetten raus, anstatt die zusammenzufügen zu was vollkommen Neuem. Du musst lernen, umsonst zu handeln. Das ist die wirkliche Weisheit. Es geht hier nicht nur umsonst, meine ich nicht nur, dass man kein Geld verlangt, sondern auch das, was du tust. Ich muss das jetzt lernen, dass ich weiterkomme. Das ist dieses Wissen, dass man sich an einen Uni anreicht, um einen Doktortitel zu kriegen oder einen Beruf, um mal wieder an Geld zu kommen. Dass es besser geht, dass es alles Kaufmannsding ist. Du landest dann immer wieder irgendwie bei dem Geld, auch wenn es oberflächlich betrachtet gar nicht zu ersehen ist. Beim Kindern, man will was erreichen. Und wenn ich bloß gewinnen will, gewinnen, gewaff heißt doch schon das Innere. Gewaff ist das Innere. Das Innere, das Innerste innen kann man sagen. Gewinnen heißt das Innerste innen erreichen. Und das ist jetzt wieder die Weisheit, die Verbindung von allen Facetten, die es überhaupt gibt an Wissen. Du hast mir bisher jegliche Macht abgesprochen. Immer dran denken, du liest, ich bin du. Du liest, ich bin du. Da geht es um das Buch. Hast nur an deine Naturwissenschaften geglaubt oder an deine Religion, an deine Theologen, an deine Lehrer, an deine Pfarrer, an deine Muftis oder an sonst was. Und an die Kraft der Rücksichtslosigkeit. Wenn ich nur nach vorne schaue, fällt mir die hintere Seite. Wenn ich nur nach oben schaue, fällt mir die untere Seite. Wenn ich nur nach rechts schaue, fällt mir die linke Seite. Dies ist so ein unendlich simples Prinzip. Leben musst du das selber. Wenn du es nicht lebst, wirst du dich ständig in Stücke reiten. Und ich sage nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, diese einfachen Sätze zu beachten und zu leben. Du fragst dich, wie kann ich, der Gott der unendlichen Liebe, so viel Leid und Ungerechtigkeit zulassen? Das ist mal eine richtig gute Frage. Wenn du dann wirklich der bist, der sich das ausdenkt, was du hundertprozentig bist. Jetzt pass auf, ich erschaffe jetzt einmal was die ganze Zeit nicht da ist, durch Worte. Jetzt denk an hungernde Negerkinder. Jetzt denk an leidende Flüchtlinge, die aus ihrem Land vertrieben wurden. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Die waren in dir drin in der Einheit. Jetzt sind sie ja Gedanke, ein existierender Gedanke, die du übrigens dann, wenn du willst, auch auf die Verabrede holen kannst. Das ist mein altes Beispiel mit der Hühnerfarm und mit den Amboss. Erzähle ich jetzt nicht nochmal. Warum magst du das? Es ist so unendlich geistlos. Ich werde dir beweisen, dass es hier gequälte Tiere gibt. Und dann materialisierst du die durch deinen Glauben. Du kannst sie sogar realisieren. Und ich sage dann, ich werde dir beweisen, dass du ein Depp bist. Lass uns in eine Schmiede gehen und dann legst du die Hand auf einen Amboss und haust mit einem Hammer drauf. Nein, das tut doch weh. Ich sage, gut, das denkst du dir nicht aus. Warum denkst du dir die Hühnerfarm mit den leidenden Tieren aus? Wer zwingt dich dazu? Dein Rechthaber, weil das da außen ja ist, Bruch des zweiten Gebotes. Deshalb strafst du dich ab. Wenn es mich wirklich geben würde und ich wäre nur annähernd so mächtig, wie man das von Gott annimmt, hätte ich schon längst mit diesem Chaos eingegriffen. Eingreifen müssen. Das ist definitiv, ja, wenn ich doch so mächtig bin, dann hätte ich doch schon längst die Berge, wenn ich sage, die Berge sind was Negatives, hätte ich doch schon längst die Berge abgeschafft. Dann wird es auch keine Täler geben. Wenn ich doch so mächtig bin als ein Auto, dann mache ich doch keine Kranken mehr. Im selben Moment vernichte ich die Ärzte.
dann mache ich doch kein Krieg mehr. Aber in dem Moment gibt es keinen Frieden. Batsch. Vollkommenheit neutralisiert die Gegensätze und hebt sie auf eine höhere Ebene mit einem vollkommen neuen Sinn, einen vollkommenen Sinn, wo Vergangenheit und Zukunft zusammenfallen. Das ist der Sinn mit die zwei NN. Ich fange jetzt nicht nochmal an, dass wir das griechische Wort Sinn uns anschauen, wo angeblich immer im chronologischen Denken behauptet wird, dass so ein Gedanke immer ein vorhergehender Gedanke dazugehört. Das ist dieses Spiel in dem ständigen Wechsel, wo ich sage, hier Reizauslöser und Reaktion. Das Reagieren. Ein Wort wieder, das für sich selber Zeit wäre, es wert wäre, dass man es zwei Stunden nur das Reagieren, die Gier uns anschauen, was da eigentlich alles drinsteckt. Machen wir dann einen separaten Selbstgespräch. Sowieso, da gehen wir jetzt sowieso nicht. Wir lassen es jetzt eh gut sein. Wir hören jetzt da auf, das mache ich jetzt zu. Es sind immer die Wiederholungen. Wieso wiederhole ich die Wiederholungen? Schlichtweg und einfach, weil du sie nicht verstanden hast, dein Leben, wenn du wirklich einigermaßen dich selbst beobachten würdest. Ich sage, Tierchen gucken, verdammt nochmal. Werde zu dem Beobachter von dir selbst, aber der Tierchenforscher bist du erst, wenn du dich beobachten kannst, ohne deine Wertungen zu bewerten. Dann wird dir so brutal bewusst, was du dein ganzes Leben lang für einen riesen Arschloch warst. Natürlich immer im Jetzt. Ein einseitiger Rechthaber, der mit Leuten rumstreitet, mit einem Wissen, das er geistlos rezitiert, dass er sich eingefangen hat wie ein Virus. Dein Schwamminhalt hast du dir eingefangen wie ein Virus. Jetzt springen wir wieder zurück nach Almena. Mein Zungenpiercing-Beispiel. Dasselbe kann ich mit der Du sagen, mit Arschquein. Altes Zeug, wenn man jetzt nur in die Mode, das Moderne, modern und modern. Die Zeiterscheinung. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lächelt, meist in mir blöd gewesen. Das ist aber im Jetzt, ist das so weit fern. Ein Charakter, eine KI von Lesch wird sich in abgrundtief schämen, was er jetzt natürlich nur ausgedacht, Gott sei Dank sind es bloß Gedanken, wie er Tausende und Abertausende von Menschen mit seinen geistlos rezitierten Weisheiten von irgendwelchen kleingeistigen, materialistischen Idioten, wie er die in Sackgassen hineingeführt hat als Lehrer. Das ist aber in dem Moment weg, wo ich sage, ich spiele zurzeit die Rolle ganz bewusst und die Figuren, die ich mir ausdenke, werden dabei sowieso nicht geschädigt. Figuren in einem Traum, wenn nicht geschädigt, können nicht leiden, die kannst du nicht am Leben erhalten. Du kannst Gedankensätze für Figuren, für die Antagonisten, die kannst du nicht am Leben erhalten. Es macht auch keinen Sinn, den Protagonisten dich selbst am Leben erhalten zu wollen. So, versuch einen Säugling am Leben zu halten, versuch einen 20-Jährigen am Leben zu halten. Wie definierst du Leben? Auseinandergeschmissene polare Existenz. Und dass diese Sätze trennen die Spreu vom Weizen und die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Ich könnte euch Briefe zeigen, wo ich bekomme, wo mich absauen, die sagen, ich bin ein intellektueller Spinner, ich bin ja bloß ein Dilettant, dass die gar nicht merken, die vergleichen mit einem extrem einseitigen Ideal mit ihrer Logik. Das ist das, was ich die ganze Zeit erzähle. Aber was die nicht zuhören, ist, das sollte ich sie natürlich auch richtig. Das ist alles richtig. Ich nehme dir doch dein Wissen nicht weg. Ich vervollkomme das mit Holofeeling. Auch von der Vollkommenheit wollen die nichts wissen, weil ihre Vollkommenheit ist ihre Einseitigkeit. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja. Das heißt, ich mache mir als Udo jetzt, rede ich als Udo-Programm, sehr wohl Gedanken, wenn ich das jetzt erzähle, was natürlich nicht funktioniert, wenn ich jetzt mit dem Computer spreche. Für mich ist die ganze Zeit bloß der Computer und der Udo dort gewesen in seiner kleinen Welt mit dem Udo-Programm. Und darüber hinaus gibt es nichts. In der höheren Ebene sieht es ganz anders aus. Da bin ich in allen Welten gleichzeitig. Da bin ich der Holger, da bin ich die Ritter, da bin ich auch der, der jetzt vom Computer sitzt. Keiner kennt dich besser. Wie ich dich kenne, weil ich das Buch, das du jetzt lebst, darum bin ich in dir aufgetaucht, schon zu Ende gelesen habe. Und es ist immer, immer gut, sich zu dem ausgeschlossenen Dritten zu machen. Das heißt, dass ich im Gespräch, ich bleibe jetzt einmal auf der Bröselebene, oft immer nur mir einen rauspick, mit dem ich rede. Du weißt, das bei Vorträgen, wenn Vorträge aufgezeichnet sind, das an in der ersten Reihe, da pick ich mir immer einen raus und ich rede bloß mit dem. Aber mit dem ich rede, den ich das jetzt offensichtlich zu erklären versuche, den erkläre ich das gar nicht. Ich erkläre den, der als abseits stehender Beobachter vollkommen neutral das beobachtet, weil er in dem Gespräch selber nicht involviert ist. Sobald ich einen direkt anspreche, ist so massiv seine Filter dort, er kann sowieso nicht richtig zuhören. Du musst dich relativ emotionslos abgekoppelt haben, dass du wertfrei schauen kannst.
Das ist, ich muss das nochmal sagen, das ist so wichtig in der Esoterik, weil wenn man dann meint, wenn du den Körper verlässt und dann erhebt sich so ein Schatten über den Körper, dieses bei Reinkarnationen oder bei Leuten, die hier so Nahtoderfahrungen haben, die dann sagen, ich habe mich dann über den, im Operationssaal habe ich mich sehen, zugeschaut, wie die mich operiert haben. Ich sage, das Wesentliche hat ja noch gar noch nicht begriffen, dass er sich immer noch mit deinem Körper verwechselt. Du musst einen Zuschauer, wenn der komplett wie ein Tierforscher ab, der in keinster Weise mit irgendeinem dieser Tierchen, die er beobachtet, sympathisiert, dass er nicht an einer Werteeinseitigkeit leidet, dann sieht er nur wertfrei neutrale Kreaturen. Die Sache mit den Erdhörnchen, wo der große, in den Naturfilm, wo das Erdhörnchen vermenschlicht seinen kleinen Bruder zeigt, wie man Skorpione fängt, ohne dass man gestochen wird. Und die dann Skorpione fangen und auffressen. Jetzt, wenn du mit den Skorpionen sympathisierst, dann ist das ganz grausame Tiere, die Erdhörnchen. Dann kommt aber das Erdhörnchen, wird von einer Schlange verfolgt, dann ist plötzlich die Schlange das Böse, weil das Erdhörnchen plötzlich der Verfolgte ist. Das Prinzip musst du jetzt erst einmal glauben. Hör auf, mit irgendjemandem zu sympathisieren. Wenn der Udo immer sagt, du beobachtest ein Wasserloch, und dieses, da kommt eine kleine, süße, unschuldige Gazelle und dann taucht plötzlich ein altes, runzliges, hässliches, böses Krokodil auf und schnapp. Das ist Sympathie. Du schaust einfach, was passiert und dann stelle ich fest, dass hier das Krokodil offensichtlich das andere Tier, das eine Tier, das andere Tier zum Fressen kann hat und eins werden will damit. Und ich will euch alle auffressen, alle eure Figuren fresse ich auf und zwar in dem Moment, wo ich euch nicht mehr denke. Das ist ein Liebesakt, bist du schon ich. Sehr gut. Die Symbolik verstehen. Die geistige Welt funktioniert ganz anders wie deine naturwissenschaftlich vorgestellte Welt. Hat alles einen tiefen Sinn über die Sprache. Und du musst der Erste sein, der das versteht. Und erst wenn du es verstanden hast, können langsam welche rauswachsen aus dir, die es verstanden haben, die dich dann unterstützen. Das sind die Engel, wo ich gerade gesagt habe, die Helfer. Aber das Verrückte ist, dass du dich dann immer wieder dabei erwischt, wie jetzt unsere Fiona, die den Thomas Rennings wieder vorwirft, dass er sie darauf hinweist, auf diese einfachen Sätze. Das ist die Schizophrenie. Jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt kannst du dich wieder reindenken in diese tausende von Zeiten an Leben, die du noch zu leben hast und die du schon gelebt hast, bis du das einmal auf das eine zurückführst, das du selbst bist. Also spiel noch ein bisschen deine Rolle weiter. Dankeschön. Danke.